значение системы «Дуга» остается неизменным. Бывшие офицеры КГБ высокого ранга утверждают, что «Дуга» начиналась как военный проект. Но проект «Дуга» провалился, не работала так, как было запланировано, а проект обошелся почти в 7 миллионов советских рублей. Alles klar, gut zu wissen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Chernobyl Light. Eine Folge ist ja leider ausgefallen. Also wollen wir erstmal was zu essen geben hier. Wollen nicht, dass unser Freund hier noch stirbt. Игорь, мне нужно перевязать раны. Нужна аптечка, сам знаешь. Ich muss viele Medikamente finden. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Okay, schöner Leck für den Anfang. Reicht es, wenn ich ihm denn sowas gebe hier? Ich weiß es nicht tatsächlich. Wir sortieren mal schnell alles. Nee, Erste-Hilfe-Set, das müsste doch reichen. Nach drei lassen wir mal hier. Ich muss mal ganz kurz sortieren hier. Ich habe so viel Kram. Außerdem. Es ist schon wieder gefühlt Ewigkeiten her, dass ich gespielt habe, muss ich doch tatsächlich zugeben. Entschuldige ich mich denn jetzt schon mal dafür, dass ich so extrem abgebaut habe. In letzter Zeit war ziemlich viel los. Nicht einen Schrank, wo ich. Ja, hier, da packen wir das rein. Hab ich nicht irgendwo. Da. Da war ich stehen geblieben. Achso, ja genau. Dass ich. Ich hatte jetzt halt viel zu tun gehabt, deswegen tatsächlich jetzt sogar einmal nicht geschafft habe, hochzuladen. Irgendwie wollte da. Boah, ich lasse mich gerade so ablenken vom Spiel. Was soll denn das? Ich hatte viel zu tun gehabt, so. Und ja. Und einmal wollte das Internet dann nicht, dann konnte ich nichts hochladen. Ach, es war zum Kotzen, ich sag's euch. Eine Metallplatte brauchen wir nicht. Ja. Also. Wir werden jetzt erstmal alles kurz weglagern und dann werden wir mal schauen, dass wir dem Igor, ich hoffe, dass ich jetzt noch richtig liege mit dem Namen, ihm mal Medikamente gebe. Weil sonst stirbt uns der Kollege noch weg und das wollen wir natürlich nicht. Ordnung ist das halbe Leben. Und eigentlich habe ich dann schon verkackt. So. Ich hoffe natürlich, dass ihr soweit einen wunderschönen Start in den Tag hattet. Einen wunderschönen Start in die Woche. Es ist, naja gut, Mittwoch jetzt schon. Naja gut, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start in die Woche. Und ja. Wofür habe ich eigentlich, ich habe zwar meinen Schrotflinte dabei, aber wofür habe ich denn eigentlich Gewehrmunition dabei? Brauche ich doch gar nicht. Wie war das mit Ordnung und so? Da. Dich packen wir dahin. Und dich packen wir dahin. Dich packe ich hier mit rein. Ich weiß gerade nicht, wo ich dich hinpacken soll. Was ist das? Adrenalin. Adrenalin. Adrenalin packe ich hier mit rein. Hatte ich drei Mittel und Alkohol. Ne, stopp.
So verwirrt, der Junge, so verwirrt. Игорь, мне нужно пере... Так намного лучше. Спасибо тебе. So, wir haben ihm jetzt noch was gegeben. Sehr schön. Wir bringen das mal wieder weg und dann wollen wir mal schauen. Wir haben ja noch einige Missionen offen, die wir erledigen müssen. Wir haben eigentlich genug Essen hier, wir haben genug Trinken, wir haben genug Materialien. Wir müssen ja ein bisschen vorankommen. Ist ziemlich viel los hier. Außerdem hinten bei dem Gewölbe, da wo die Kristalle sind, das wirkt immer, als wenn es noch größer geworden ist. Ach, es ist dunkel. Ich glaube, der war so schön. Ja, okay, ich gehe ja. Zwing mich ruhig zum Schlafen. Tag 5. Da wollte man kurz mal die Zeit nutzen. Прости, Игорь, мне нехорошо. Тебе придется пойти одному. Das ist voll okay, mein Freund. Ich bin gerade überlegen, was wir denn machen. Aber ich glaube, wir machen die alten Dokumente, weil ich glaube, das war die erste Mission, die wir bekommen haben. Olivia entdeckte, dass der Narr, wenn man so ausspricht, der Narr, eine Spezialeinheit geschickt hatte, um nach alten KGB-Dokumenten zu suchen. Jede Art von Wissen, das der Narr interessiert, wird mich sicherlich auch interessieren. Vielleicht finde ich sogar etwas über Tatjanas verschwunden. Das, was wir eigentlich ja die ganze Zeit wollen, ne? Deswegen würde ich mal sagen. Na. Gott. Ja, werde ich. Auf geht's. Мне здесь нравится. Тишина, свежий воздух. О, как хвой пахнет. Ага. Отличное место для отдыха с семьей. Моя Маша с ума сойдет от радости, когда увидит рисунки. Ха, ты только посмотри на этого волка. Ну, no, wenn man auf Comics steht, warum auch nicht? So, am Orientieren. Schön mit 50 FPS rumzulaufen. Stimmt, die haben wir ja gar nicht dabei, ne? Man muss ja schon sagen, man verliert ja so ein bisschen den Schrecken daran, nach den ersten Missionen, was das Rumschleichen angeht. Da sind halt die alten Dokumente. Da haben wir noch etwas, was sehr gut ist. Da würde ich mal sagen, gehen wir erstmal gleich direkt zu den alten Dokumenten, wenn wir es schon direkt vor der Tür haben.
scheint leer gefickt zu sein. Спокойно, Андрей, спокойно. Это старые документы. Мало ли что могло случиться. 30 лет прошло, знаешь ли? Гляди-ка, что я нашел. Адресовано Станиславу Кузнецову. В продолжении предыдущего отчета готовы перейти к следующей фазе. Документы, заметки и отчеты об объектах 125-135 должны быть немедленно переданы на безопасное хранение в бункер 007, санатория «Изумруд». Отчет датирован 86-м годом, октябрь. Они перенесли все важное в бункер. Что ж, продолжай искать, я постою на страже. Ich bin schon wieder so raus, ich weiß gar nicht mehr, wie es geht, wenn man Stealth-Kills machen will. Frage, ob er jetzt da stehen bleibt. Ja, der bleibt einfach stehen. Gut. Or ist noch an. Ach, ich liebe die Schriftwelle. Das nehmen wir doch gerne. Danke dir. Bericht Nummer 65/1986/46/04 an Stanislav Kuhn. Was? Kuhnet. Kuhnetsov, Gottes Willen. In Fortsetzung der vorherigen Berichte informiere ich, dass Sie bereit sind, die nächste Phase zu beginnen. Alle Beobachtungsdokumente, Notizen und Berichte des Subjektes 125-135 müssen sofort in den gesicherten Bereich übertragen werden. Bunker 007 Smartlager. Das, was wir doch gesehen haben, oder? Ui. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich muss mal ganz kurz mal was schauen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man hier. Also, wie man hier das Licht anmacht. Wir hatten doch ein. Achso, nee, da. Sprinthocke, Taschenlampe V, okay. Sorry. So. Tja. Kinder. So sieht ein Gehirn aus. Also. Ach, ich liebe ja die Stealth-Einlagen hier, aber ich liebe auch genauso die Brutalität in diesem Spiel. Da geben sie sich ja wirklich nichts. Also pfeifen kann er schon mal. Soweit ist schon mal klar. Aber das wird das letzte Mal sein, wo er gepfiffen hat. Da könnt ihr aber von ausgehen, meine Lieben. Hallo? Oh, diese Baumstimme. Sieht der nicht irgendwo hier rumhocken? Oder sehe ich das jetzt falsch? Da ist der eine. Oder ist das wirklich nur der eine?
Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ach, das ist ein Turm, wo du uns entfällt bist, okay. Genau, komm, hier liegt nicht schlafen, mein Freund. Hier liegt nicht schlafen. Тупая работа. В армейке было гораздо лучше. Der Einzige? Später aufnehmen. Ich finde es immer noch cool gemacht, so diesen einen Laserpointer, der den Strahl dann in die Mitte des Scopes packt, um darzustellen, dass er dann halt einen Punkt hat, also eine Punktvisierung ausmacht. Ziemlich cool. Das nehmen wir. Так, так. Ну что, угодил в мою ловушку? Можешь считать, что я слишком люблю драму, маленький крысёныш. Но я обожаю убивать крыс вроде тебя. Служишь крысиному королю? Бедный ты, бедный. Пара секунд, и тебе конец. Я давно нашел этот бункер. Идеальная ловушка. Ее построили лет 30 назад, крысеныш. Я ее просто немного улучшил. А бумаги, которые крысиный король приказал тебе... Я. Ich hab aber nicht viel dabei gehabt.
Aber cool. Na gut, aus der Situation hätte ich sowieso nicht rauskommen können. Wäre nicht möglich gewesen. Und ich konnte leider auch... Ich möchte diesen Speicher ändern, ja, und bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Ach, hier könnten wir das alles nochmal überprüfen. Ach, guck mal, das hatten wir nicht. Ach so, das sind alles dann Möglichkeiten, wichtige Entscheidungen, die ich treffen kann. Die ich aber alle noch gar nicht getroffen habe, sonst würden wir die wahrscheinlich hier sehen. Ah, so können wir dann Sachen, die wir bereuen, dann später doch nochmal umändern. Okay, das ist ziemlich cool. Coole Mechanik. Muss ich wirklich sagen. All ihre Erinnerungen werden entsprechend ihrer aktuellen Fortschritt und den von ihnen vorgenommenen Kristalländerungen neu geschrieben. Bist du sicher? Ja, bin ich. Wir haben nur eine Entscheidung geändert. Und ich fand, die war jetzt nicht so groß, so gravierend. Ja, toll. Слушаю, кто это? Это я. И надо говорить прием, когда закончу говорить. Михаил, прием. Черт побери. Не используй мем по радиосвязи. Так. Да, вроде. Разве нам... Да, там, это же заказ... Вот дерьмо. Агент 0... Ah, genau, und jetzt ist das die Mission, die wir eben gerade auf hatten. Also, Michael, der Mann, von dem ich meine Zuflucht gemietet habe, hat mich kontaktiert. Er möchte, dass ich ihm helfe, ändern er Server zu zerstören. Er hofft, dass dies ihren Einfluss in der Zone schwächen wird. Dann machen wir das gleich, aber ich sehe gerade, wir müssen das nur mal besser konzentrieren. Ach nee, das ist das, was wir aus der letzten Ding rausgeholt haben.
Habe ich das richtig gesehen? Irgendwas hier für. Ah, wir haben ein bisschen was verloren, aber das ist ja nicht so schlimm. Das war ja eigentlich ja nur Peanuts, wenn man es mal ganz genau nimmt. Ich habe also nicht so viel Munition. Zack. Ach komm, bisschen anderartige Munition nehmen wir mit, falls wir wieder einem Vagabunden begegnen, der handeln möchte. Das war nicht geplant. Dann haben wir wenigstens was zu handeln. So. Soweit fertig. Eigentlich müssten wir das nochmal machen. Das Ding dabei ist, wir bräuchten eine Gasmaske, wenn ich es richtig gesehen habe. Nur ist die Frage, wo finden wir eine Gasmaske? Oder müssen wir uns einfach lang genug gegenheilen? Also ich weiß auch nicht, ob wir das hinkriegen. Vorbereitung ist ja das auch, so wie ihr ja wisst. Deswegen würde ich mal einfach mal behaupten, wir nehmen uns ein bisschen was mit. Ja. Aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das reichen wird. Здесь нравится. Тишина, свежий воздух. О, как хвоя пахнет. Ага, отличное место для отдыха с семьей. Моя Маш с ума сойдет от радости, когда увидит рису. Let's go. Guck mal, jetzt haben wir sogar drei Sachen hier. Господи, как же скучно! Вон, крас. Vielleicht zwei. Na komm, Kollege. Какая погодка! Fast perfekt Stealth, also er liegt ja schon halt im Busch. Interessant, von den Kollegen fällt es kaum auf. Ah? Hm, ничего. Nein, alles gut. Jetzt auch halt. Wir werden ihn noch nicht plündern, wir werden gleich weitergehen. Мне надо отлить. Смотрите, мертвяк! Nein, da ist kein toter Körper. Entspann dich, alles gut. Der ist so nur schlafen gegangen. Also mal ganz entspannt hier. Der schläft nur. Würde ich auch machen. Dienst ist ja auch ziemlich anstrengend.
Stelle kennen wir ja schon. Da waren wir ja mal. Aktion. Eine Reaktionsmission hatten wir hier. Ich wusste es. Warum hat er nicht geschossen? Warum laufen hier solche Viecher rum? Jammer. Ich will die ganze Zeit mit E aufnehmen, weil ich letztens so viele Spiele gespielt habe, wo ich mit E. Wo ich mit E dann halt Sachen aufnehme. Was natürlich später aufhört, wie ich komme. Division auf Nummer 3.1, weil den Wetter Player, dem ich ja dieses Projekt hier mache, kennt es noch nicht. Wolken und Anfang Division 2 angefangen, also er kennt die Story mit der Division. Da haben wir gesagt, nehmen wir jetzt erst Division 1 auf. Ist ja auch mal schön für mich, um ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen, weil ich kenne Division 1 schon, hab's auch durchgespielt. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir das veröffentlichen. Wir wollen nämlich gerne ein bisschen. Laufen hier so viel. Cool zu bleiben. Dietrich bräuchte mich da, aber da kommt der Speer nur drauf. Schön drin, was hier ist. Da liegt es ja auch an den Direct 12. Dann kriege ich so viel Strahlung ab. Kopfschmerzen verursachen. Wenn man da so ein Stück Generator im Kopf hat. Vor allem so schön drinstecken hat. So, wir gehen gleich gleich nochmal der Mission nach. Ich drücke mal den falschen Knopf. Ich würde nur halt gerne das hier bleiben wir machen.
Wenn wir gerade schon in der Nähe sind, bevor wir jetzt dann anfangen, die Mission richtig zu machen. Und wir müssen auch mal gucken, was wir uns noch einfallen lassen gegen diese Gasmaske. Ich feiere es ja immer noch, diese zwei Viecher, die da waren. Mal die gruselige Geschichte hier. Пошли со мной. Ja, aber Tatjana, wir kennen das doch schon. Я хочу показать тебе столько всего. Und hier so viele Dokumente. Ja, hier drin waren wir auch schon. Wie viel hier einzusammeln ist. Ich hab hier doch meine Werkbank hingestellt. Ist die nicht mehr hier? Das ist doch schade. Das ist wirklich schade. Ich dachte, sowas bleibt wenigstens permanent stehen, wenn man nochmal hier ins Gebiet kommt, aber. Diese scheint weg zu sein. Das hat ja. Tatjana? Nein, das gehört Tatjana. Ach, keine Ahnung. Ich bin gerade ein wenig orientierungslos. Krass, dass hier liegt. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Natürlich mit der Sache, mit der Prämisse des Hohenstrahlungsgebiets. Thank you.
von Tatjana, sagt die Stimme. 1941. Ich kann zwar nicht lesen, aber das wird wahrscheinlich ein Kriegsdenkmal sein. Also ist auf jeden Fall ein Kriegsdenkmal. Ja. Könnte ein Kriegsdenkmal sein, ja, genau. Sehr gut erkannt gerade. Das ist auf jeden Fall ein Kriegsdenkmal. Falsche Richtung. Gut, dann wollen wir uns mal ein bisschen um die Mission kümmern. So. Drei haben wir ja schon gerade mal rausgemacht. Checklist dann. Jetzt können wir die Mission. Genau, und umgeballert haben wir auch schon. Das hätten wir jetzt davon, wenn wir runtergehen. Спокойно, Андрей, спокойно. Это старые документы. Мало ли что могло случиться. 30 лет прошло, знаешь? Kennen wir alle schon. So, kennen wir auch schon. Wir wissen auch, wo der Bunker ist. Hier brauchen wir ihn wirklich. Hat er es nicht bekommen, dass ich gerade rumgeballert habe? Ist das dein Ernst? Nicht sein Ernst und so. Aber gut. Okay, wie ihr meint. Benutzen. Wo habe ich die eigentlich gebaut, wenn ich sie benutze? Warum benutzt du sie nicht? Oder wirkt es noch nicht so? Aber dann zeigt ihm halt jetzt anders in der Rüstung als ich halt. Bitte endlich. Hier bräuchten wir eine Gasmaske. Ach guck mal, deswegen haben wir die zwei da unten, aber da kommen wir halt nicht weiter. Wie kriegen wir eine Gasmaske? Das ist halt jetzt die große Frage. Ja, dann würden wir nämlich vielleicht auch in dieser Mission weiterkommen. Wir kommen ja eigentlich in der Zeit gar nicht weiter, weil uns die Gasmaske fehlt. Мне надо отлить. Я там не допинг. Я бы убил за чашечку кофе.
А? Хм, ничего. Тупая работа. В армейке было гораздо лучше. Дерьмо. Что за день? Или ты отпустишь его, или я пристрелю тебя. Он в укрытии. Мама из прицела. Вне поля зрения. Выкури его, ради бога. Он там. Не вижу цели. Он в укрытии. Выкури его. Вижу врага. Повторяю, вижу врага. Вне поля зрения. Где он, вашу мать? Wie lange er in Alarmbereitschaft bleibt. Sehr schnell aus einer Lampe. Naja, gut. Das ist voll okay. Und vor allem für mich. So, konnte ich hier dann auch gut töten. So, Kollege, von hier. Rotflinte, aber keine Munition. Dafür haben wir 46 Schuss für das Gewehr, aber kein Gewehr. Was läuft falsch? Kann ich sowieso nichts. Hier werden wir auch nicht vorankommen, das weiß ich. Rezepte, Munition. Nee, ich will keine Revolver-Munition herstellen. Eigentlich will ich Schrotflinten-Munition herstellen. Solange wir
keine Gasmaske haben, kommen wir hier tatsächlich aber auch nicht voran. Fallen Minenwerkzeuge, Büchsenmacher. Ja. Probieren wir es nochmal aus. Stellen wir sie einfach mal kurz hier hin. Aber eine Büchsenmacher bringt uns ja nichts. Der grundlegende Felder. Tool ist auch unbedingt. Wenn du keine Munition mehr hast, ermöglicht die Erstellung aller Art von Munition. Gasmaskenfilter. Ich glaube, das fehlt uns. Ein Gasmaskenfilter. Wir haben ja eine Gasmaske. Und kein Filter. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich hab die ausgepackt. Ah. Scheiße. Heißt, die müssen wir irgendwann nochmal machen. So. Der bleibt uns leider nicht anders übrig, als zurückzukehren. Мой источник, позывной «Красный глаз», утверждает, что РЛС-дуга – это не только часть антибаллистической загоризонтной системы. Согласно другому нашему источнику, позывной «Белоснежка», в КГБ интересуются экспериментами по управлению сознанием. Для этого им понадобится очень много энергии и антенны. Большая антенна. Окей, класс. Гуд. Мы должны попробовать, что мы в Oder beziehungsweise ich mich beim nächsten Mal besser vorbereite. Ja, ich weiß. Sterbend. Hab ich das schon lese. Игорь. Так намного лучше. Спасибо тебе. Можешь чему-нибудь, ну... Если ты хочешь, могу пока... Ладно, давай начнем. Иди. Machen wir das ein bisschen mehr stealthen. Ich brauche halt noch ein paar Punkte. Kannst du über den Hügel laufen, mein Freund? Weißt du schon, ne? Ich finde es nur schade, dass die Dialoge verpackt sind, sodass man das nicht so hört. Ach, guck mal, wenn ich das sehe, sieht er ja da oben meine FPS-Anzeige, ne? Ach komm, tu nicht so, als wenn das jetzt so schwer war. Mein Vorteil sind Fähigkeiten. Als atemberaubend wissen, im Schlagkampf geschickter als Spezialkräfte. Du kannst deine Überlegenheit sein, genügend wie gegen eine Tüte, sondern nur niederschlägst und überlasst oder nicht niederschlägst. Ja. Durch die spezielle Kampfausbildung wirst du dich 25% leise. Ja, und so. Da fiel mir gerade nicht viel zu ein. Wir können das so bleiben. Primitive Risse und die eigene Gesundheit. Machen wir das dann mal. Alles andere können wir scheinbar irgendwie nicht nutzen. Jedenfalls habe ich mal das Gefühl, dass ich es nicht nutzen kann. Cool. Okay. Machen wir einmal 6.
ihr was? Wir machen es anders. Das kann ich auch alles offscreen machen, da müsst ihr nicht dabei sein. Das ist langweiliger Content eigentlich, würde ich, was ich denke. Wir haben die Mission leider nicht geschafft. Wir sind einmal gestorben. Gut, wir wussten aber auch nicht, dass das passiert. Beziehungsweise ich wusste nicht, dass das passiert. Tja. Was soll man sagen? Auf jeden Fall bedanke ich mich hiermit herzlich für die Zuschauer. Ich verspreche Besserung in Form von Vorbereitung, dass das alles ein bisschen besser abläuft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, wir würden uns sehr darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.